Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt vom GYM Simulator 24. Und damit geht auch ein herzlicher Dank raus an den Entwickler Quatech und den Publisher Red X Games und vor allem an John, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat, dass ich euch das Spiel mal zeigen kann. Ich sage aber auch gleich dazu, ich weiß nicht, wann das Spiel rauskommt. Es steht zumindest mit dabei, dass es 2023 rauskommen soll, aber kein Datum. Also das gibt's noch nicht irgendwie im Release, aber ich denke mal, dass es spätestens dann im Dezember rauskommen wird, vielleicht sogar schon im November. Warten wir es mal ab. So, jedenfalls würde ich sagen, wir starten mal ein neues Game. Ich habe keinen Plan, was auf uns zukommt, aber ich denke mal, wir müssen hier ein bisschen was restaurieren. Gucken wir mal, buy first GYM. Also wir müssen unser erstes GYM kaufen. Das kostet uns gerade mal 5000 for sale first GYM, required level 1. Yay, okay. Set Name and Logo. Enter Name. Das ist natürlich das Bobas GYM, ne? Ist klar. Bobas GYM. Die Color würde ich sagen, machen wir in einem schönen dunklen Blau. So, die Größe machen wir ein bisschen kleiner. Die Weite kann man einstellen. Machen wir ein bisschen enger. Ich mag es enger. Und Edit Logo. Okay, wir können hier verschiedene Logos wählen. Ich weiß nicht, ob später vielleicht, ob man da was anderes noch wählen kann. Ich würde jetzt einfach mal sagen, diesen Muskeltypen da, dass wir das jetzt mal lassen. Apply. Oh, und schon sind wir wieder da. Es scheint nur sehr leise zu sein, ne? Ich gehe mal ganz kurz nochmal in die Settings. Ich habe nämlich den Sound, zumindest den das Music Level, habe ich runter. Ich weiß auch nicht, ob hier eine Musik läuft. Im Menü ist keine Musik gelaufen. Aber man muss ja immer aufpassen. Ne? So, Resume. Was haben wir denn hier? Zuerst einmal die Papers hier wegremoven. Naja, die Sounds gehen schon mal. Ja? Achso, jetzt liegen sie am Boden. Na toll. Ach, ist wieder ein Spiel nach meinem Geschmack. Ne? Was? Collect Trashes in the GYM. So, Trash. Und das müssen wir jetzt wohin droppen? Raus auf die Straße. Ah, da draußen. Tag. Ah, hier. Drop. Ah, okay. Das müssen wir rausmachen. Collect Trashes. Okay, wir sollen generell jetzt den Müll hier raustun. Da bin ich vielleicht nur ein bisschen zu schnell mit dem Drücken. Ist der Computer auch Trash? Wahrscheinlich, ne? Aber den muss ich trotzdem nutzen. So, was haben wir denn hier? Bist du auch Trash? Du bist auch Trash. Ich hätte dich gerne mal aufgemacht. Naja, gut. Man weiß nicht, was da alles sich drin versteckt, ne? Wenn da irgendein Tierchen drin ist. Keine Ahnung. Muss ja nicht sein, ne? So. Ah, und das kann ich jetzt einkollekten, oder wie? 10 XP, also man bekommt auf jeden Fall Erfahrungspunkte für das, dass man Müll aufsammelt. Ich denke mal, dass irgendwann halt der Beutel auch voll sein wird und dann muss ich das rausbringen. Aber hey, wir kriegen Erfahrungspunkte, das ist doch schon mal gut. Also sollten irgendwelche Bugs oder sowas vorkommen, ist klar, wir sind jetzt hier komplett im Early Access und da muss natürlich einiges gemacht werden. Kann ich hier was? You need to be on level 3. Und hier auch. Clear footprints on the floor. Ah, okay. Press and hold tab to open tool wheel. Alles klar, das machen wir. Tab, tool wheel. Wir haben hier den Mob. Dann mobben wir mal. So, haben wir die Fußspuren weggemobbt. Hoffentlich sind sie nicht zu unglücklich. Buy at least 2 Equipments, also am Computer. Wir nehmen erstmal unsere Hand in die Hand. Was bist denn du? Ah, Insektenspray. Oder wie? Das riecht auch ganz komisch. Kann ich wieder meine... Hallo? Ah, okay, dann stellen wir es wieder da. Use Computer. Bist du auch irgendwo angeschlossen? Ich sehe keine Kabel, aber das wird schon passen, ne? Ich weiß nicht, ob ich in dieses GYM gehen würde.
So, zwei Equipments soll man kaufen. New Member, Higher Stat, Advertiser, das ist für die Werbung. Shop. Okay, die normale Presse. Das kostet. Was haben die überhaupt? Die haben 10.000 haben wir noch. Ist klar, 5.000 hat der Laden gekostet. Wir haben Locker Room, Decorations. Das sind Fliesen, Tiles, dann Farben für die Wände wahrscheinlich und Extras, Required Level 7. Oh, das ist gut. Und Trashcan, hier kann man wenigstens einen Trashcan kaufen. Okay, dann nehmen wir mal so eine Pressbank. Wir nehmen mal so eine Handeldingsbums hier. Das ist so ein, keine Ahnung, Butterfly oder wie sich das Ding nennt. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Fahrrad und Laufband, oder? Das ist sowas für Sit-Ups oder keine Ahnung was. Da braucht man ein höheres Level. Wie viel Geld haben wir denn noch? Ein bisschen Geld haben wir noch, ne? Locker Room. Wir sollten auf jeden Fall dann auch buy four changing cubicles from Locker Room. Jawohl. Vier Stück sollen wir da kaufen. Eins, zwei, drei, vier. Dann haben wir schon fast kein Geld mehr. Dann Trashcan von den Extras. Mindestens zwei. Okay, press and hold tab to open tool wheel. Select and release tab. Dingsbums. Alles klar. So. Build tool. Dann nehmen wir doch erst einmal hier. Moment, wir fangen mit den Cardios an. Ja, man möchte ja eigentlich in den Raum schauen, ne? Von daher würde ich sagen, stellen wir das Ding doch mal hier hin, sodass der Pfeil da hinten noch an der Wand ist. Ich weiß ja nicht, ob man da sonst nicht mehr rankommt oder so. Start Workout, add to inventory. Nee, Workout will ich nicht. So. Dann haben wir noch hier so ein Laufgebände. Das alte Zeug, ja. Das schaut aus, als hätte es da schon mal gebrannt. Okay. Place to on the man locker room. Ja, das ist doch schön geräumig, muss ich jetzt schon mal sagen. Das ist schön, definitiv schön geräumig. Extras, Tiles, Locker Room. Hier, Select. Da ist der Eingang. Wir fangen einfach, ja doch, wir fangen hier vorne an. Die Leute müssen ja nicht bis nach hinten latschen, wenn sie sich umziehen wollen. Das reicht ja, wenn sie hier vorne dann gleich reinkommen. Nummer 1. Und directly daneben machen wir dann natürlich die Nummer 2. So, place trash can. Dann, achso, escape mit cancel. Dann machen wir hier extras. Irgendwo hier hin, dann stellen wir den doch einfach mal hier in die Ecke, oder? Würde ich sagen. So, und dann noch zwei Kabinen hier bei den Ladies. Ich hätte wahrscheinlich den Müll auch gleich hinstellen können, aber ich mache mal lieber der Reihe nach. So, da haben wir es grün, da haben wir es rot. So, Nummer 1. Und the second one. Wait for your first members. Nee, nee, warte mal. Wir haben ja hier noch unseren Trashcan, ne? Der muss ja auch noch hierher. So, was haben wir noch? Wir haben dann unsere Handlebank. Ja, die machen wir jetzt einfach mal daher. Dann haben wir das Ding hier, wo man Gewichte rausnehmen kann. Und dann haben wir noch das Ding hier. So. Die stellen wir jetzt einfach mal dahin. Das sind schon die ersten zwei Bewerberinnen. Hallo, die Damen. Go to Computer and open Member Register Menu. Okay. I want to register for Standard Membership. There is my ID. Okay. Hallo, Victoria Wegner. Standard. Standard 400. Safe. Waiting for new member. La 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 la. Guten Tag. Hello, I want to register for Standard Membership. There is my ID, Gabriela Wagner. Okay, ihr seid Sisters, das ist doch interessant. Register Payment, safe. Jawohl. Back to mein Menü.
Hire Staff? Oh, wir können sogar Staffs hiren. Speed One für 150 Daily Salary. Das können wir doch gleich einstellen, oder? New Member? Okay. So, Ladies, gebt mal Gas. Ich darf ja nicht in die Kabine da hinten. Ich bin ja Mannequin, ne? So, pusht mal. Soll ich irgendwie zur Hand gehen, die Dame? Oder? Nee, sie kommen schon klar, ne? Ich kann auch selber ein Workout starten. Oh, Entschuldigung, ich wollte das Gerät Ihnen nicht wegnehmen. Ach so, Sie wollen aufs Rad. Naja, dann geht der. Oh, Servusler. Du bist der Dingsbums, der Saubermacher, ne? Oh, jawohl, dankeschön. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den gleich zu Beginn mit reinzunehmen, weil der macht dann nämlich hier gleich mal die Schweißflecken weg, wenn die Damen hier schon nicht ihre Handtücher mit dabei haben. Das Ding sollte ich vielleicht anders hinstellen und dann, wenn es möglich ist, hier irgendwie einen großen Spiegel mal hermachen. Ne? So, gehen wir mal hier hin. Zum Hinstellen habe ich ja nichts mehr. Okay, dann wieder raus. Dann warten wir mal, bis der nächste hier kommt. Was hoffentlich auch nicht lange auf sich warten lässt. Oh, was haben wir denn da? Sie stoßen hier so eine Dunstwolke aus. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir Duschen kaufen können. Es wäre, glaube ich, nicht verkehrt, ne? Oh, Level 7. Paints, dass wir schön die Wände anmalen können. 1000 kostet es halt, ne, gleich. Aber sowas wäre natürlich auch nicht schlecht für den Boden. Decorations requires Level 3. Do it for the people you want to see you fail. Okay. Oh, genau, wir brauchen hier Spind. Da kaufen wir jetzt halt mal 2, weil so viel Geld habe ich nicht, ne? So, gehen wir nach Hause. Recht dampfig. Ist in Ordnung. Ja, was will man machen, ne? Wenn ich keine Duschen habe, dann geht das nicht. So, der Lockerroom. Dann tun wir mal ganz locker hier einen Spind daher. Dann haben wir zumindest schon mal etwas. Und drüben bei den Ladies natürlich auch. Entschuldigung, die Dame, aber sie schmeißt die Klamotten am Boden. Naja. Gut, wenn man hier eh nicht duschen kann, dann ist es ja eh schon mal wurscht, ne? Kann ich da irgendwas... Trash! Okay, ist die Hose gerissen. Dafür trainieren wir ja, ne? So. Ups, Entschuldigung. Kommen Sie ruhig rein. Ich habe ganz neu aufgemacht. Jawohl. Immer her. Standardmitgliedschaft oder was wollen Sie? I want to register for low class. Okay, low class ist auch in Ordnung. Das bringt mir auf jeden Fall schon mal 250. Und die Dame, Hallöchen. Die Standard-Membership. Angela Stoned. Nicht Stoned. Ich weiß schon, sie sind nicht Stoned, aber Standard. So, es können anscheinend immer nur 2 aktuell rein. Und wir brauchen noch... Oh, was ist denn der Advertiser? Place your ad here. Also wir können hier Werbung platzieren. 3000, Alter. New Member, Gym. Gym. Gym 1, Locker Room Mail. Oh, da kann man Saunen reintun oder Massagedinge. Oh, Spa. Das ist ja cool. Die Decke. Der Computer. Oh, coming soon. Ein Boxring, Box Training Cage. So, die Front Size. Schauen wir doch mal. Requires Level 8. Okay, und die sind applied. Na dann. So, was ist denn hier? Tidy Up Equipment. Ah, das macht er auch. Danke dir. Na, Junge, du bist auf jeden Fall jetzt schon mal dein Geld wert. Für 150 am Tag taucht mir das. Da taucht mir das absolut. So. Hallo Sie. Hallo da drüben. Wollen Sie nicht auch reinkommen zu uns hier ins Gym? Macht Spaß. Bisher sind nur Ladies da. Also der Herr. Ne? Oder der junge, knackige Herr. Du brauchst jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mehr ein Gym, aber... So, schauen wir mal. Da zieht die Dampfwolke wieder ihres Wegs. Ah, ein Herr. Ein Herr kommt des Wegs. So,
Hello, I want to register membership Standard, Travis Wagner. Die ganze Familie kommt da zu mir. So. Das ist doch mal toll. Ja, ich weiß, ich muss unbedingt dem Level upgraden, dass ich die Duschen auch kaufen kann. Weil das gefällt mir ehrlich gesagt selber nicht. Aber irgendwie konnte ich jetzt gerade mit der quatschen, aber kann ich mit dir quatschen? Ne, mit dir kann ich nicht. Kann ich mit dir quatschen? Ich glaube doch. You can't close gym between 7 a.m. und 9 p.m. Und wo steht, wie viel p.m. wir. Ach so, links oben sehen wir es. Schade, dass ich mit denen nicht quatschen kann, ne? Was haben wir denn eigentlich? Ist das die Klimaanlage, ne? So. Ein Herr gerade am Gerät. Wir haben noch einen Platz frei. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Wir haben große Fenster. Kann ich denn hier irgendwas dann mal streichen? Ne? Das können wir auch mal machen. Aber jetzt aktuell. Jawohl, Ständegewichte. Jawohl. Hau rein, Junge. Ja, das ist doch cool. Yes. Schön. Gefällt mir jetzt schon mal. Es ist ein simples Game, aber es gefällt mir. Und wenn man damit gut Geld verdienen kann, why not, ne? Ja, der hat jetzt auch schon so eine Fahne hinter sich. Er ist auf jeden Fall sein Geld wert. Die 130 pro Tag, das stört mich dann nicht. Wir haben 19% bei dem Stern. XP bei 150. Vielleicht müsste ich auch selber sauber machen, dass ich... Ja, genau. Immer schön kehren, wenn die Herrschaften kommen. Hallöchen. I want to register low class. Okay. Ian Aldrin für die low class membership. Jawohl. Servusler, herzlich willkommen im Club. Ja, einen Spind haben wir, den könnt ihr euch teilen, aber vielleicht macht er ja jetzt hier, ne? Ihr wisst schon. Oh, wir können ja nochmal zwei Spinde kaufen, ne? Moment, das war falsch. Das war auch falsch. Da muss ich her. Gehen wir mal zurück am Shop. Wir kaufen nochmal zwei Lockers. So, da jetzt gerade keine Damen zugegen sind, würde ich sagen, stellen wir mal einen hier hin. Da liegt schon wieder eine Jeans. Und einen stellen wir dahin. So, Bänke müssen wir natürlich auch noch kaufen. Ist ein bisschen unbequem, denke ich, sich im Stehen umzuziehen. Kann ich denn das hier in den Trash? Ja, da kann ich es auch reintun, das ist gut. So, 170 XP haben wir. So, ich habe ja gehofft, dass das Spiel... Dass ich hier so ein bisschen Gestöhne höre von den Leuten, wenn sie Handeln strecken. Etu Inventory? Nee. Start Workout. Wir können ja mal ganz kurz hier einen Workout starten auf dem Laufband. J? Nee. Mag nicht. Was ist das? Der Kantenschlag? Was haben wir jetzt hier noch eigentlich? Repair Tool? Jawohl, mach mal dem seinen Schweißflecken weg. Ah, Repair für 10 GM. Oh, okay. Dann repairen wir das doch mal. Also das Geld sollten wir uns auf jeden Fall gönnen. Ne? Immer mal gucken, ob jemand da ist. Ich möchte nicht, dass meinen lieben Members hier irgendwas passiert. Den da auch. Ja, dass das Pedal plötzlich durch die Gegend fliegt. Jawohl, cool. So, was haben wir hier noch? Den Mob, die Farbe und die Hand. So, tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Hallo die Dame, wollen Sie nicht auch zu uns ins Gym? Okay. Oh, was haben wir denn da? Second Gym, required level 8 für 30.000. Oh, da können wir dann richtig groß machen, das Ganze hier. Okay, das schaut natürlich ein wenig simpel aus, aber das ist ja auch nicht unsere Sache. Oh, ich kann mir hier was zum Essen kaufen, oder wie?
Nee, kann ich nicht. Das steht einfach nur so rum. Rennen. So, dann habe ich auch mein Training mit Joggen. So, kommt ein New Member bitte. Der Herr vielleicht? Hallo? Nein? Schauen wir mal, ob sich da irgendwie jemand verlaufen hat hier. Nein. Add to Inventory. Okay, das kann ich nur zum Inventory adden. Und da habe ich doch was in den Müll. Kann ich das wegschmeißen? Nein. Okay, das heißt, wir warten jetzt mal auf The New Members. Weil mit 400 kann ich jetzt eh noch nicht viel machen und es fehlen noch 70 Punkte für Level 2. Ah, die Dame? Hallo? Oh, schade. Ja, der schaut doch nach Güm aus. Ja, hier geht's rein. Da geht's rein. Hier, dann der Zwillingsbruder vielleicht. Hallo? Ich weiß, es ist ein bisschen abgewanzt noch, aber das wird sich ändern. Ehrlich, im Laufe der Zeit wird sich das ändern. Die Wände leuchten bloß immer hier so grün umrandet, ne? So, hier laufen sehr viele Zwillinge rum in der Stadt. Aber es kommt gerade keiner. Dann warten wir mal, bis jemand kommt. Also die Wartezeit, muss ich sagen, die war lang jetzt. Von 17 Uhr bis jetzt 21 Uhr war kein einziger mehr da. Ich denke mal, dass es noch ein Fehler ist, der auf jeden Fall behoben wird. Aber ich kann ja nicht vor 21 Uhr hier zumachen. Mein Stuff ist gegangen um 20 Uhr, aber den habe ich dann auch gleich wieder gefeuert, weil ich mir dachte, das Saubermachen und so weiter, das mache ich jetzt lieber am Anfang selber, dass wir die XP bekommen. So, close the door, go to home. Moment, wie soll ich denn home gehen, wenn ich innen drin stehe? Okay, go to home. Da ist unser Home. Also wir sind in einem Heim untergebracht. Wunderbar. Schauen wir mal, wo es da hingeht. Dahinter in die dunkelsten Gassen. Was ist, wenn ich hier überfallen werde? Da liegt Müll rum. Ah, wir wohnen in der Garage. Okay. Go to bed and sleep. Jawohl, sleep until 8 am. So. Hammer. Das heißt, wir gehen jetzt halt gleich wieder zurück. Open Gym Doors. Das Komische ist, aber ich kann zwischen 7 Uhr in der Früh und 20 Uhr, 21 Uhr abends die Türen nicht schließen, aber ich wache selber erst um 8 Uhr auf. Das ist auch etwas komisch, ne? Weil hier steht ja, zwischen 7 am und 9 pm kann ich die Tür nicht schließen. Ist also auch etwas komisch, wenn ich dann erst um 8 Uhr aufwache. Wenn, dann müsste man ja um, keine Ahnung, 7:30 oder was aufwachen, dass man dann hier den Laden aufmacht um 8 Uhr zum Beispiel. Naja, warten wir mal ab. Ich meine, das ist ja, wie gesagt, noch early. So, kommen jetzt hier noch Leute? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass an dem heutigen Tag noch Leute kommen, weil ich brauche XP, dass wir dann sowas wie Duschen kaufen können. Ich denke mal, dass das für die Sternewertung recht interessant ist. Und ich weiß auch nicht, was hier dahinter ist. Das scheint mir halt wie so kleine Kabinen aus, aber keine Ahnung, was da noch kommt. Und das da habe ich mir auch mal näher angeschaut. Das schaut so aus wie ein Raumspray oder irgend sowas. Vielleicht kann ich die Leute dann auch mit dem Raumspray besprühen oder so. Das Deo für die Luft. Okay, es kommt noch keiner. Das heißt, wir müssen wieder warten. Hier ist ja alles soweit clean. So, das ist aber auch eine sehr dünne Mauer hier, ne? Das ist gerade mal ein Strich. So. Klopf, klopf, hallo, ich bin alleine hier drin. Coming soon. Oh, was kommt denn soon? Oh, mit Schwimmbecken. Das Poolmanagement. Naja, dann. Das sind ja interessante Aussichten. Also ich denke nicht, dass das hier in dem Spiel ist, sondern dass das ein separates Game ist. Das Poolmanagement. Ah. Sind es die Wagner Sisters? Jawohl, das sind die Wagner Sisters. Das heißt, ich kriege ja nicht einmal Geld. Ui, Mann. Warte mal, ich brauche hier. Die machen hier alles dreckig. Hallo. Passen Sie mal auf mit Ihren Schuhen. Okay, das sind die Gäste, die schon eingetragen sind. Die bringen mir natürlich jetzt gar nichts an Geld, ne?
Oder? Geht ihr schon wieder? War das jetzt nur mal ein kurzer Blick hinten in die Kabine oder was war jetzt das? Anscheinend. Jawohl, immer schön Jogging machen. Das probiere ich jetzt dann mal mit dem Spray. Wenn die das Dampfen anfangen. Ach doch, jetzt stehen plötzlich drei. Achso, sind fünf reingekommen. Kann man sehen, wer das ist? Nö. Das sind Drillinge, keine Ahnung. Workout starten kann ich auch noch nicht. Okay, die ist jetzt da an der Handelbank. Ich brauche neue Member. Hallo. Für wie lange zählt eigentlich die Membership? Das wäre dann auch noch interessant. Weil ich bekomme ja quasi Geld einmal, aber für wie lange ist es dann okay? So, habt ihr wieder Hosen dahergeschmissen? Das bringt mir XP. Ah, sie duftet. Moment. Da wollen wir doch gleich einmal usen. Bleib da, bleib da. Ah. Und sie auch? Nein? Okay, die hören auf zu dampfen. Oh, Level 3. New Item unlocked. Vitamin Bar und so weiter. Ups. Hallo, Servus. Guten Tag. So, nehmen wir mal den Putzi in die Hand wieder. Noch kein neuer Member, ne? Tja, Leute, so kann ich nicht ausbauen. So kann ich nicht arbeiten. Vielleicht kann ich mit dem Mob hier drüber gehen. Das dann. Nein. Das geht nicht. Kommen rein und gehen wieder raus. Ist ja auch interessant. Die anfänglichen Bugs eben, ne? So eines typischen Low-Budget-Games. So, es ist schön, dass wir das Level 3 ja erreicht haben, aber es ist schade, dass ich nicht das Geld dafür habe, um dann wirklich weiter auszubauen. So, noch irgendwo Dreck. Ah ja, da liegt wieder eine Jeans. Entschuldigung. Und wieder 10 XP, jawohl. So, tschüss, mach's gut halt. Ich hätte noch so einen Sprayer für dich. Ja, das verschwindet auch nicht. Es ist okay. Halt, da haben wir einen Fleck. Es gibt was zu tun. So, noch irgendwo Flecken. Habt ihr noch irgendwo vollgetropft? Naja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich lasse das Ganze jetzt mal laufen und warte mal ab, ob ich noch ein New Membership. Gym Dirty, 1%. Wo? Ah, da vorne. Mr. Mob kommt. So. Was ist damit? Da ist voll geschmiert. Nee. Aber wir könnten mal gucken, ob wir irgendwas repairen können. Bringt es auch Punkte? Oh Mann, und das kostet ja auch Geld. Neuer Kunde. Hallo, schönen guten Tag. Wollen Sie sich anmelden? Hello, I want to register for Standard Membership. Caroline Gordon. Hallo, herzlich willkommen bei uns im Gym. Das freut mich sehr, dass Sie uns besuchen, aufsuchen. Hallo, du bist aber doch noch kein Member, oder? So, das nimmt schon wieder Überhand mit dem Schmutz. Mit dem Schweiß. Leute, nehmt halt ein Handtuch mit, wenn ihr ins Gym geht. Das macht man nicht. Da legt man Handtuch hin und dann ist gut. Mann. Echt schrecklich. Jawohl. Die dampfen hier raus. Aber und es stehen auf jeden Fall schon mal die ersten Leute hier drin. Da haben wir es jetzt zu machen. Moment. Einmal erst Wischi-Wischi machen. Und dann die Gewichte wieder reinlegen. Jawohl, so kürze ich das. Dann hier wieder wischen. Das bringt uns alles XP. Ne? Das hat uns vorher kein XP gebracht, weil ich das den anderen habe machen lassen.
Ich denke, das wird später erst interessanter, wenn wirklich mehr Leute da sind. Habt ihr alle hier eine Membership? Ich kann mich an euch gar nicht erinnern. Gleich mal abkassieren hier. Hallo. Oh, ich kann jetzt wieder nicht Schluss machen. Ne? Oh, da liegt eine alte Jacke. So, einmal trashen. Oh, tschüss, schönen Tag noch. Ciao, macht's gut. So, wollen wir mal schauen, was jetzt das hier dahinter ist? Use Hammer. Okay, aber wenn ich Hammer use, dann kommt das Ding hier. Ah, break it. Ah, Moment. Escape. Wir haben hier jemanden neuen. Hallo, Servus, herzlich willkommen. Standard-Membership für die Caroline. Jawohl, kriegen Sie. Bitteschön. So, hier ist wieder Dirty Dirt. Entschuldigung, ich möchte nicht, dass Sie hier drüber fallen über meinen Schrüpperling. So, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle jetzt tatsächlich mal Fini. Das brechen wir dann beim nächsten Mal auf. Und ich freue mich drauf, wenn das hier ein bisschen mehr zugeht. Also ich hoffe nicht, dass wieder um 17 Uhr dann still ist und es hier nicht weitergeht. Gut, von daher bedanke ich mich jetzt schon mal für ein Like. Schreibt mir was in die Kommentare und Abo natürlich nicht vergessen, dass ihr keine weiteren Parts mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut und ciao, ciao.